Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg zum Homo Sapiens. Ich schätze, wir haben Durst. Durst haben wir. Also trinken wir eine Kleinigkeit. Luft trinkt. Ich überlege immer noch, ob wir wirklich umziehen sollen hierher. Denn irgendwas stimmt mit dem Ort hier nicht. Irgendwas fehlt hier. Wir haben nicht so viele Palmen wie an dem anderen Ort. Na, alles ist nicht so viel. Dafür haben wir viele Schlafplätze. Oh, und wir haben viel Hunger. Okay, das mögen wir. Das mögen wir nicht. Wir haben irgendwo schon mal einen Haufen angefangen. Wir haben schon zu viel davon gegessen. Wir können das Zeug nicht mehr sehen. Oh, da ist ein Haufen. Ja. Da habe ich hier noch sowas gesehen. Das sind die gleichen, oder? Ja, das sind die gleichen. Oh, in die Ecke dürfen wir nicht. Die Ecke ist böse, die kennen wir noch nicht. Was war hier? Ach so. Ein Bettensträucher. So, wir stapeln. Hier war noch irgendwo ein Stein da drüben. Okay, schön ordentlich. Oh, die sind ja auch alle durcheinander, die Steine. Oh nein. So, Ordnung hier. Oh, so viele Steine alle durcheinander. Oh nein. Moment, das geht ja so nicht. So, aufgeräumt. Ja, entweder wir gehen jetzt zurück. Oh, wir haben immer noch Hunger, wir haben doch gerade gegessen. Oder wir suchen mal da vorne nach Pilzen. Das ist doch der perfekte Baum für Pilze.
Ach, schade, keine Pilze hier, hm? Ergreifen? Was denn ergreifen? Ach so. Ja, ja, ich weiß, der Magen knurrt, aber du willst ja die Roten nicht mehr. Ja, da fängt das Problem nämlich schon an. Abwechslungsreichtum hatten wir in dem anderen Camp. Da gab's alles Mögliche für uns. Naja, Pilze hatten wir da auch nicht. Und diese Enklave-Oase, da gab's ja ohne Ende Pilze, aber dafür nichts anderes, oder? Da gab's aber auch diese Flusskrebse und so. Ja, wir müssen was zu essen finden. Stell dich mal hin. Auf, auf, auf. Willst du nicht? Ich meine, da drüben ist doch noch ein Baum. Was? Haben wir das schon vergessen? Oder haben wir den haben wir noch gar nicht geerntet? Ich glaube, unsere Luv wird hier langsam depressiv. Hier ist nicht sehr viel. Naja, zu hören gibt es ja sowieso nichts, aber vielleicht zu riechen. Auf diesem Baum sind nur zwei Früchte und die sollten da bleiben. Oder wir werfen sie runter und dann wächst noch ein zweiter Fruchtbaum vielleicht. Ah. Ja, der Magen knurrt. Fisch essen, aber wir haben das Feuer noch nicht erfunden. Das dauert noch ein paar Millionen Jahre, bis es soweit ist. Was können wir denn sonst essen hier? Fische wäre das Einzige. Okay, wir gehen erstmal zu dem Baum. Da drüben war noch einer. Da. Und besorgen wir uns noch einen spitzen Stock. Ja, okay. Wir stapeln erstmal ordentlich, damit wir ein bisschen was auf Vorrat haben. Wisst ihr, die Menschheit ist nur so geworden, weil sie gelernt hat, immer was zu hamstern. Oh, Entschuldigung, ich meine, immer was auf Vorrat zu haben. So wie Toilettenpapier. Oh nein, ich höre schon auf. Das ist nicht lustig. 10 Jahre. 10, höchstens 15 Jahre, dann kann man darüber Scherze machen, aber im Moment ist es einfach zu früh. So, wir haben gestapelt. Ja. Wird das nochmal was mit uns? Hier oben ist doch bestimmt auch sowas. Nein, wir bekommen keinen mehr. Ja. Na, mit der Ruhe, gleich gibt's Fisch. Haben wir zwei? Ah, wir haben zwei. Gut. Einen für den Stapel und einen verändern wir jetzt. So. Was ist denn das hier? Das ist ein normaler Stein. Und unser Werkzeug liegt hier. Sehr schön. So, wieder zurück, das Werkzeug. Aber
brauchen mehr von diesen Werkzeugen hier oben. Das mit dem... Okay, mit dem Stapeln ist nicht so einfach, wenn da nur einer liegt. Sollen wir denn jetzt einen Stock nur mitnehmen? Was haben wir denn vor? Fischen oder jagen? Ich bin dafür, dass wir echt zurückgehen und nochmal gucken. Wir müssen irgendwo falsch abgebogen sein. Eigentlich sollte an dieser Stelle ein großer Sumpf sein. Oh ja, erstmal jagen. Das sollte an dieser Stelle eigentlich sein, sollte er. Und da sollten wir... Krokodile finden. Wo ist denn das jetzt? Ich meine, wir haben hier irgendwo was zum Fischen gefunden. Das ist was viel Besseres als ein Fisch. Guck mal hier. Ja. Inspizier das mal. Ja, das magst du. Okay, dann mal rein damit. Was trinken. Der Magen verträgt das noch nicht. Fleisch und so. Noch keine Kokosnüsse für uns. Ja, okay, ich glaube, wir können zurück. Hier haben wir uns schön was vorbereitet schon mal. Vielleicht kommen wir noch mal hierher und bereiten weiter vor. Naja, keine Kopokfaser. Nur eine Sorte zu essen, naja, und die Kokosnüsse eben. Basalt ist alles aufgebraucht, ne? Okay. Bestens vorbereitet. Gehört das hier? Moment, gehört das hier noch zu unserem... Camp? Ja, eigentlich schon. Wir gehen oben lang, ja? Unten haben wir schon geguckt. Da kamen wir, glaube ich, her. Warum ist denn hier so ein Babyversteck? Kann man da wohl rauf? Wir haben es schon auf der anderen Seite versucht. Danach waren wir schlapp. Wisst ihr, was wir sollten unterwegs? Auf jedem Baum sollten wir einen Schlafplatz errichten. Dann können wir da schon mal überall schlafen. Ich glaube, das machen wir jetzt hier gerade mal. Aber nur einen Schlafplatz. Mehr nicht, und dann geht's gleich weiter. Hier sind doch Früchte. Da haben wir doch Abwechslung. Probier mal das. Wie riecht das? Oh, das ist gut. Okay, dann rein damit. Essen. Ja.
ziemlich viele davon, oder? Können wir... Oh, da unten, da sind ja auch noch so schöne Sachen. Ach, da haben wir doch alles hier in der Nähe. Riechen? Ganz genau, so viel Zeug. Oh, schade. Nachbarn haben wir auch. Tja, wir haben gesagt, die ist nicht zu essen. Keine Abwechslung. Was wollen wir denn mehr? Skorpione gibt's hier, Schnecken gibt's nicht. Okay, aber so viele von diesen Früchten. Magst du die noch? Okay. Du hast ja ein bisschen was getan, also. Hier ist die Belohnung. Etwas Dopamin. Brauchen wir im Moment nicht. Aber wie war das? Wir wollten nur kurz hier... Was wollten wir? Nur das Bett bauen? Was anderes wollten wir gar nicht machen. Ja? Wenn wir die alle runterwerfen, dann wachsen ganz viele Fruchtbäume da unten, hoffe ich. Und dann können wir demnächst hier vielleicht alles ernten und dann einen Drink daraus erfinden. Magst du das immer noch? Oh, echt? Na gut. Ja gut, wir müssen uns die unten natürlich alle dann zusammensuchen, aber wir brauchen nicht mehr auf den Baum zu klettern. Obwohl dieser Baum gar nicht so bedrohlich ist, wie vielleicht andere Bäume. Hauptsache, wir verteilen die Früchte schön. Ich glaube, das war sowieso die Hauptaufgabe eines Primaten, eines Vor-Homo sapiens, wisst ihr? Die Aufgabe davor. Das hat er gemacht. Früchte verteilt, damit alles schön wächst. Ich frage mich nur, ob die dann nachwachsen auch. Okay, ich glaube, das war's. So richtig Hunger hast du nicht mehr darauf, ja? Das war auch aus Versehen. Du solltest es nur sammeln und dann runterwerfen. Das ganze Zeug da unten bloß. Oh, das ist nicht so tief. Der Baum ist nicht so hoch hier. So, der ganze Baum ist geerntet fast. Da sehe ich noch ein bisschen was. Da. Ja, haben wir geschafft. Da unten liegen sie alle. Das wird gut. Wenn wir das noch zwei, dreimal machen, dann ist der ganze Boden besät davon. Dann brauchen wir nur noch hier hin und was vom Boden aufzulesen. Verdirbt das nicht? Ach, ist doch Steinzeit. Da
gab es noch keine Kühlschränke, da ist noch nichts verdorben. Wir müssen einmal herausfinden, wie heißt das afrikanische Kasturi Mango. Ja klar, Mangos sind lecker, aber zu viele? Ja, zu viele sind wahrscheinlich dann auch nicht mehr gesund. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge also die Palmen da drüben an und was wir damit machen können. Oh. Wo ist unser Bett? Oh oh, das Bett ist weg. Oh, guck mal. Eine große schwarze Katze. Die gucken wir uns in der nächsten Folge genauer an, ja? Ich bedanke mich. Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.